Logischerweise für die Skater und ausnahmsweise nicht Ladies first, sondern die Männer mal zuerst. Die Blumen und die Pokale werden überreicht von Heike Fölster und Manfred Bobke von der Flughafengesellschaft. Und auf Platz 3 bei den Skatern vom IKKB Pure Racing Team Frank Bussmann. Fahren 25, 24 seine Zeit. Herzlichen Glückwunsch, Frank. Da kommt noch was. Auf Platz 2. Nee, die Rennfahrer gehen raus. Der versuchte noch verdammt noch mal vorbeizuspurten, hat es aber nicht ganz aus dem Windschatten geschafft. Vom Team Pure Roller. José Alexander Bastias. Danach die Berge hat sich dann sowieso selektiert so ein bisschen. Felicitations. Mich war es schon deprimiert. Mein Gott, haben die Oberschenkel. Ich stehen lassen. Und ebenfalls vom IKKBB Pure Racing Team hat er da die führende Position verteidigt. Hat den José Alexander nicht mehr vorbeigelassen. Giacomo Concho. Giacomo, herzlichen Glückwunsch. Klasse. Und wir müssen uns sputen, denn gleich gibt es noch das Gruppenfoto für den Mitarbeitern der Flughafengesellschaft. Deswegen jetzt zur Siegerehrung bei den Damen. Auf Platz 3 vom BSV 92. Entschuldigung, auch wenn ich jetzt das Protokoll leicht durcheinander bringe. Wir fangen mit dem dritten Platz an. Es ist Anja Neumann. 32,57. Herzlichen Glückwunsch, Anja. Da gibt's Händeschütteln und Blümchen. Und dann zwei Mädels, die viel zusammengearbeitet haben und am Schluss sogar Hand in Hand über die Ziellinie gefahren sind. Auf Platz 1 zusammen Antje Dometzki und Sabine Pechstein. 30,34. Antje Dometzki vom OBFST und Sabine Pechstein vom STC Skating Berlin. Und der ein oder andere wird jetzt denken, Moment mal, Pechstein, kenne ich doch eine. Ja, sie ist die kleine Schwester von Claudia. Sabine, entschuldige ganz kurz, aber es ist wie bei den Harting-Brüdern. Wenn man dann einen auf den Bruder anspricht, dann wird die Stimmung meistens ein bisschen in den Keller gerutscht. Wie ist das Verhältnis zu Claudia? Was kannst du dir abgucken? Wie oft schnackt ihr miteinander?
Wir schnacken relativ oft, aber abgucken kann ich mir nicht so viel. Wenn wir zusammen skaten, ist sie nach ein paar Sekunden weit weg. Okay, gut, dann dir alles Gute. Viel Spaß noch weiterhin. Und logischerweise grüß deine Schwester von uns. Auch dass es nächstes Jahr in Pyongyang mal ordentlich krachen lässt.